So, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play. So, ich habe da gerade gesehen, so ein bisschen lauter dürfte es schon noch sein. Ich habe gerade gesehen, dass ich noch dass ich noch Post habe und dass ich noch zwei Quests habe. Das ist gut. Ja, schauen wir mal die Post. Boah, cool, okay. Ich möchte dir das übereinfallen. Boah, cool, danke. Danke, aber das wäre echt nicht nötig gewesen. Danke an Archer, ich kenne dich auch auf Facebook. Cool, danke dir. Also, riesiges Dankeschön. Also, eben, wenn ihr da seht, dass ich das lösche wieder alles. Nicht irgendwie beleidigt sein, das mache ich immer. Ich wechsle eben nicht. Das habe ich vielleicht, glaube ich, noch nicht gesagt in einem Video. Nee, ich werde nicht wechseln mit meinem Heal. Okay, cool, danke. Das kann ich wahrscheinlich später, kann ich das gebrauchen. Aber jetzt noch nicht. Wow, cool, okay. Danke vielmals an Smiley, bla bla bla. So, wieder mal Beutel voll. Was habe ich da noch? Ah, okay, da habe ich noch Sachen, die ich jetzt erlernen kann. Das ist doch umso besser. So, danke an alle, die mir etwas geschickt haben. Und jo, ich mache jetzt mal, ich muss gerade mal schauen, bei meinen Aufträgen weiter. Ja, der ist schwer. Töte 16 Steinflügelplünderer. Jo, sonst mache ich, glaube ich, mal den hier. Und dann werden wir mal sehen. Ich verkaufe nur noch ein paar Sachen. Also, wir gehen jetzt diese Steinplünderer. So, da habe ich, das ist der Daily. Steinplünderer brauche ich noch. Und ja, dann machen wir mal diese. Ah ja, genau, ich erinnere mich an die Steinplünderer, so, sonst gloob ich mich mal. Ah, der ist schon gegloobt, okay. Mal fangen wir da mal an. Ah, ich bin so nicht mehr gewöhnt, was ich da noch alles für Skills und alles habe. So, wenn ihr mir helft, ist natürlich cool. Aber eben, dieser Quest hat man eigentlich, ja, jetzt, okay, die haben mich jetzt mal eingeladen. Falls dann irgendwie noch etwa jemand anderes kommt, dann verlasse ich das natürlich wieder. Aber eben, das ist jetzt mehr der Grund, dass ich da mal schnell vorwärts kommen möchte. So. Als Tank haben wirklich so wenige Skills, wirklich. So, nächster. Hey. Also 4 von 6. So, wo sind denn die? Ah, die sind auch hier in der Region, okay. So, ich brauche Moral. Ach, das finde ich bei. Das finde ich bei Tank wirklich so schlecht, dass kaum Moral haben. Ja. Das ist ziemlich mühsam. So, benutzen wir hier mal Stance, damit wir ein wenig weniger Schaden kassieren. So, gleich zum nächsten. Eigentlich sollte jetzt das ja perfekt sein, weil ich bin der Tank. Und der Damage-Dealer sollte da eigentlich die platt machen, aber keine Ahnung, wieso er da so viel Leben verliert. Und warum mir das nicht so gut geht, aber naja. Ich bin mir nicht sicher, ob das hier war, aber ich habe mal da etwas Gutes gedroppt, ich weiß nicht mehr was genau, also gut, natürlich für dieses Level und alles.
Ja, ich bin mir leider nicht mehr sicher, was das war. Also, komm runter. Boah. So, einmal diesen Skill benutzen. Endlich. Der Damage Dealer, sorry, aber der Damage Dealer hat nicht gerade viel Ahnung, meiner Meinung nach. Sollte mal ein bisschen Pots trinken, aber naja. So, noch 5 und dann sind wir fertig. Nehmen wir wieder mal Stance, wenn es nicht laggen würde. Boah, die haben jetzt beide recht tiefe Gesundheit. So. So, ich brauche ein bisschen Moral. Eben, das ist wirklich mühsam bei Tank. Aber eben, Tank ist eigentlich, muss man sagen, fairerweise ist nicht geeignet zum Leveln. So. Leck. Hallo. Endlich, endlich, boah. So, was, ja, sonst nehmen wir mal das hier. Gehen wir auf den nächsten, so. So, sind die noch irgendwo? Nee, weil sonst kann ich eigentlich die Gruppe auch wieder verlassen. So, noch zwei, ei, 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 die sind mühsam. Aber eben, eigentlich für das, dass es 16 Stück sind, braucht man nicht so lange. Das muss man eigentlich zugeben. Oh, jetzt kommt da noch einer von der Seite. Da will ich nicht gleich auch noch pullen. So, komm jetzt. So, ich will mal diesen Knöchelschlag wieder mal benutzen. So, endlich. Also, dann esse ich, glaube ich, was, weil das ist doch eher knapp. Also, dann machen wir noch den letzten. Ah, wo ist. Ah, gut, ich habe gedacht, da auf der anderen Seite ist auch noch jemand. So, jetzt kommt Zeus noch. Zeus ist ja auch schon ganz am Anfang, also Anfang von. In Let's Plays war er schon mal dabei. Ich erinnere mich, glaube ich, im Sumpf war das. Im ewigen mühsamen Sumpf. Ja, da erinnere ich mich noch. Und jo. Gut, dann dieser Quest endlich erledigt. So, oh, ich habe kein Mount, Mist. Ich hätte gedacht, ich hätte eins. Naja. Also, wir gehen jetzt mal den Quest ab, schauen, was sich für ein neuer Quest auftut, sozusagen. Und dann machen wir den Turm-Quest. Binde Ketten, Psion-Turm. Weil der ist doch ein bisschen schwieriger und da bin ich auf die Hilfe von Zeus angewiesen. So. Das ist jetzt eigentlich schwer, ob wir diese Handschuhe nehmen sollen, weil die sind zum Teil gut und zum Teil schlecht. So, ich glaube, ich gehe jetzt mal mit Zeus zu diesem Psion-Turm.
Und dann, ja genau, dann gehen wir, ja, machen wir diesen Quest. Also, endlich sind wir da bei diesem Turm. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob ich den einfach so zerstören kann. Vielleicht. Ah doch, das sieht eigentlich danach aus. So, entweder muss ich da den Turm zerstören oder einfach das Symbol benutzen. Ja, das dürfte das Symbol benutzen sein. Okay, gut. Das ist dem Fall schon erledigt. Ich hätte gedacht, dass wir da noch irgendwie einen Boss töten müssen oder so etwas ähnliches, aber dem sei wohl nicht so. Also, dann haben wir noch, genau, das ist jetzt das erste wirkliche Tankzeug, kann man so sagen. Ja, genau, kritischen Level, Ausweichlevel, das ist wirklich genau Tankware. Sprich mit Hemir, dem Epensänger. So, ich schaue gerade. Ah, hier. Ah, nee. Ich habe immer das Gefühl, es sei noch ein Quest. Also gut. In den Norden. Also hier sind wir. Hier ist dann auch wieder. Also ein, oder sozusagen ein neuer Daily. Den wir dann machen können. Eben Daily finde ich natürlich sehr cool. Also, ich glaube, wir machen jetzt mal den Daily noch. Schnell. Ich nehme sonst den anderen Quiz auch noch schnell an. Aber wir machen den Daily, weil ja, Daily kann man jeden Tag machen. Also, diesen Quiz ist eigentlich. Ah, cool. So, Landeizähne mit einem 60er. Nee, 60er, was sage ich? 70er. Schon eben geht es natürlich einiges flotter. So, Eidechsenblut, ja, das geht eigentlich ziemlich schnell. Ah, Zeus pult gerade ein paar, das ist natürlich perfekt. So, wenn es denn bei mir nicht laggen würde. So. Puh, ein riesiger Haufen. Hammer, Hammer. Ein riesiger Haufen. So, freie Beute. Genau, das kann ich noch machen. Dann das hier. Das, jo, das ist eigentlich nicht schlecht. Können wir mal würfeln. Ah, oh, Beutel voll. Oh, ja, jetzt wisst ihr was. Ich werfe mal diese Raketen weg. Dann diese Handschuhe. Die will ich eigentlich auch nicht mehr. Wobei ich hätte eigentlich den Abfall weg. Wegwerfen können. Ah, elegantes Feld. So, jetzt habe ich dann sicher keinen Platz mehr für das andere Zeug. So, eben genau. Jetzt noch ein Pilz. Oder zwei Pilze? Ne, ist nur ein Pilz, glaube ich. Ah, okay, da wird noch Platz. Und erledigt. Cool. Das war der Quest. So, ich schreibe noch schnell dann im Quest. So, wenn ich dann mal. Also, fertig mit diesem Quest. Ich überlege mir, ob wir noch den anderen Quest anfangen sollen. Also, wir machen noch den anderen Quest, Könige des Urwalds, weil erstens Zeus gerade da ist und ja, wir eigentlich noch ein bisschen Zeit haben. Dann eben, da muss man so Schildkrötenfleisch einsammeln, wenn ich mich nicht irre. Genau. Genau, so. Der droppt jetzt aber nichts. Schade. Auch kein Drop, Mist. Auch kein Drop. Elegantes Fell, okay. So, jetzt gehen wir mal ein bisschen tiefer in den Urwald rein.
Ah, endlich, das Fleisch, genau dieses Fleisch suchen wir. So, und diese Schildkröten sind extrem langsam. Das fällt einem immer wieder auf. Was ich eigentlich noch witzig finde, dass die mal das Game Loft wenigstens ein bisschen etwas macht. Bezüglich so realitätsneue Mobs, wenn man so sagen will. Aber naja, das ist eigentlich ziemlich unwichtig. So. Mehr Schildkröten. Ah, hier hat es noch welche. Wieder nix. Wieder nix. Wow, cooler Zauberstab. Habe ich jetzt nur ein bisschen leider gesehen. Nix, boah, jeder Operator ist aber jetzt wirklich sehr, sehr schlecht. Also ich erinnere mich schon noch, dass es eher länger gedauert hat, aber so lange, weil wir dann, ah, okay. 3 von 4, gut, dann noch ein Stück. Waldfels, Schildkrötenfleisch. So, das letzte ist hier. Ne. In diesem Fall nicht, dann hier, das dürfte das letzte sein. Nee, auch nicht. Ei, ei. So, also, dann. So, endlich gemacht. Dann geben wir den Quest ab. Und schauen mal, was wir bekommen. Also, nur Geld, dann Kuss des Bedauerns, magische Pilze. Okay, diese Quest werde ich jetzt einfach mal annehmen. Und ja, dann werden wir beim nächsten Mal weitermachen mit diesen Quests. Weil solange ich noch keine Daily sozusagen benutzen muss, jetzt ist, ah, hier haben wir noch ein Quest, umso besser. Solange ich keine Dailies machen muss, ist es eigentlich umso besser. So, dann hoffe ich, euch hat das Video gefallen. So, ich gehe noch ein bisschen so hin. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen und bis zum nächsten Mal.